Vielen Dank. Schönen guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde. Es freut mich sehr, im Land des Pokalsiegers endlich mal als Brandenburgerin zu sein. Euer Finale ist ja dann am 28. Oktober und ich bin mir sicher, wenn ihr das so wie die Eintracht macht und vor allen Dingen, wenn ihr das so macht wie in den letzten Jahren, hartes Training, voller Einsatz, große Eintracht, dann können wir auch am 28. Oktober alle gemeinsam richtig fett feiern, liebe Freundinnen und Freunde. Ihr habt ja den Weg hierher schon schön plakatiert. Also ein Plakat, ehrlich gesagt, habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Zum Glück war der Weg nicht so weit. Vernunft hält Versprechen statt großer Reden. Ich habe überlegt, danke, dass ihr mich trotzdem eingeladen habt. Oder vielleicht habt ihr mich deswegen eingeladen. Egal, angesichts der großen Umbrüche, die wir weltweit derzeit erleben, trifft das ja mehr als den Nagel auf den Kopf. Die Zeit für Sonntagsreden ist einfach vorbei. Die Welt ist so im Umbruch aus meiner Sicht wie eigentlich seit 89 auch innenpolitisch nicht mehr. Im Mai ist es jetzt so heiß wie sonst eigentlich im Hochsommer. Wir leben in einer Zeit, in der der Diktator aus Nordkorea berechenbarer erscheint als der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Die europäische Idee ist ernsthaft in Gefahr. Und auf der anderen Seite sind die Zustimmungswerte der Menschen so hoch wie nie zuvor zu Europa. Und Roboter werden immer schlauer und Algorithmen bewegen unsere Weltmärkte. Den Luxus, in so einer Zeit unpolitisch zu sein, den können wir uns nicht weiter leisten. Und deswegen habt ihr vollkommen recht, nicht lange reden, sondern anpacken und handeln. Das ist eure Devise in den letzten Jahren gewesen und dies müssen wir deutlich weiter fortsetzen, liebe Freundinnen und Freunde. Gerade weil die Welt so aus den Fugen geraten ist, ist es umso wichtiger, vor Ort, zu Hause, einen Ort zu schaffen, wo man Halt hat und wo man Heimat hat. Eine Politik zu machen, die eine Idee von morgen hat und die sich eben nicht nur so durchwurstelt. Und eine Politik, die verlässlich ist und auf der anderen Seite die notwendigen Herausforderungen anpackt. Und da habt ihr von außen betrachtet, ich bin ja ein bisschen weiter weg, aber einiges bekommt man ja trotzdem mit, wirklich einiges Großes erreicht. Ihr habt da nicht so viel Lärm drum gemacht, ja, aber wenn man genau hinschaut, gerade das, was Zusammenhalt ausmacht, das Leben vor Ort ausmacht, da richtig angepackt. Das eine wurde gerade vom Oberbürgermeister ja so ein bisschen, ja, na gut, dann akzeptiere ich das auch noch. Aber es ist eines der größten Umbruchprojekte unserer Zeit, die Energiewende. Und da habt ihr es auch vor allen Dingen dank Priska geschafft, in den letzten Jahren Hessen, was das Schlusslicht bei den erneuerbaren Energien war, dorthin zu führen, wo es weit heute steht. Hier stehen 1000 Windräder. Und das ist keine einfache Frage, weil es eben auch den Widerstand vor Ort gibt. Ich kenne den zu gut aus Brandenburg, aber da zeigt sich deutlich, Politik braucht nicht nur große Reden, sondern das Gespräch vor Ort. Und das habt ihr geführt und ihr habt Haltung und Verstand walten lassen und erreicht, dass wir bei der Energiewende auch in Hessen ein großes Stück vorankommen. Deswegen herzlichen Dank gerade auch dafür. Und Politik ist immer ein Abwägen von Alternativen. Und auch deswegen ist die Frage Erneuerbare so zentral. Weil wenn wir nicht in die Erneuerbaren reingehen, dann hättet ihr den Abriss von Biblis eben auch nicht einfach so hinbekommen. Dann wäre der Staudinger jetzt nicht in den Weg in den Ruhestand. Das sind die Alternativen, wenn wir sagen, wir wollen Erneuerbare, nur so können wir den Atomausstieg und in den nächsten Jahren auch den Kohleausstieg angehen, liebe Freundinnen und Freunde. Und im Bildungsbereich habt ihr es geschafft, was in anderen Bundesländern heiß diskutiert wird und oftmals gegeneinander ausgespielt wird, nämlich die Frage von kostenlosen Kita-Plätzen und auf der anderen Seite Qualität. Das sind zwei Seiten derselben Medaille und dass ihr das eng beieinander gehalten habt, dafür auch meinen herzlichen Dank, denn die soziale Gerechtigkeit und die Chance auf Bildung, die fängt in den Kitas an und genau da habt ihr hingeschaut und angepackt. Und ihr habt in Bus und Bahn investiert. Wie gesagt, ich komme aus Brandenburg und deswegen halte ich überhaupt nichts davon zu sagen, Mensch, die Leute, die sollen jetzt mal anerkennen, uns geht's doch gut und sie sind doch alle, so, müssten zufrieden sein und sollen sich nicht abgehängt fühlen. Wenn vor Ort kein Bus und keine Bahn mehr fährt,
dann fühlt man sich nicht abgehängt, dann ist man abgehängt. Und deswegen ist eure Antwort zu sagen, gerade den jungen Menschen machen wir deutlich, von Anfang an, ihr gehört dazu, egal wie viel Geld eure Eltern haben, und dass ihr dieses 365-Euro-Ticket eingeführt habt, das ist wirklich eine Symbolkraft für ganz Deutschland und auch für grüne Verkehrs- und Mobilitätspolitik. Dafür auch unseren aller herzlichsten Dank. Und ihr habt gezeigt, dass man als kleiner Koalitionspartner große Dinge erreichen kann, wenn man beharrlich, kompetent und vor allen Dingen in großer Gemeinsamkeit agiert. Das ist sicherlich ein großer Erfolg von Priska und Tarek als eure Spitzenkandidaten. Deswegen an euch auch insbesondere mein herzlicher Dank an dieser Stelle. Aber ich bin ja Bundesparteivorsitzende und vor allen Dingen war ich auch Landesvorsitzende vorher. Jede erfolgreiche Regierung ist nur so stark, wie ihre Partei stark ist. Deswegen herzlichen Dank vor allen Dingen an Angela, an Kai, an euch als Landesverband und eure grüne Jugend. Ihr seid das Rückgrat dieser erfolgreichen ökologischen und sozialen Regierungszeit der letzten 5 Jahre. Ihr seid starke Grüne und das ist richtig wichtig und erfolgreich für unser gemeinsames Projekt. Und wenn ich mir das anschaue, was ihr gemacht habt, nicht viel Aufruhr um das, was ihr erreicht habt, dann ist das halt der krasse Unterschied zur Großen Koalition, den wir jetzt in Berlin erleben. Die sind jetzt 80 Tage im Amt und Robert und ich haben beide zu Anfang gesagt, wir halten überhaupt nichts davon, am Anfang gleich draufzuschlagen und sagen, wir sind nicht dabei, deswegen sind die alle nur doof. Aber nach den 80 Tagen muss man sich jetzt leider vergegenwärtigen, man wäre schon verdammt froh, wenn sie wenigstens diesen Koalitionsvertrag umsetzen würden. Da standen ja auch ein paar gute Dinge drin. Deswegen haben wir auch gesagt, bei den Projekten, da wollen wir gemeinsam mitarbeiten. Nur leider ist gerade aus diesen guten Dingen in den vergangenen 80 Tagen nichts geworden. Das erste große Thema ist die Klima- und Energiepolitik. Erst hat die Koalition gesagt, beim Koalitionsvertrag, wir trauen uns das nicht so richtig mit dem Klimaschutz, wir schieben das jetzt in eine Kohlekommission. Und jetzt haben wir die Kohlekommission. Und jetzt schieben Sie die Kohlekommission jeden Tag weiter ins Abseits. Und das kann es nicht sein. Die Klimakrise lässt sich nicht aufschieben. Sie passiert jeden Tag hier und heute. Und deswegen müssen wir klar und deutlich sagen, Klimaschutz jetzt und sofort. Und zwar mit starken Grünen aus den Ländern. Der zweite Punkt ist der Verkehr. Wenn man sich das anschaut, seit 5 Jahren haben wir diesen Dieselskandal. Und das klang ja eben auch so ein bisschen mit, naja, Gott, ob diese Dieselautos da nun fahren oder nicht. Es ist doch nicht nur eine Frage, was mit diesen Dieselautos ist. Das ist einer der größten Industrieskandale unserer deutschen Geschichte. Das ist ein Betrug sondergleichen und er wird abgetan, als wenn das mal so nebenbei passiert wird. Deswegen ist das nicht nur eine Frage von sauberer Luft- und Verkehrspolitik, sondern das ist auch eine Frage von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in unserem Land. Und deswegen verlangen wir seit 5 Jahren klar und deutlich Hardware-Nachrüstung auf Kosten der Konzerne. Und diese Aufgabe, die kann man nur im Bundesverkehrsministerium angehen. Die müssen Fahrverbote in unseren Städten verhindern. Und es ist auch eine Frage von sozialer Gerechtigkeit. Und die müssen wir immer wieder stellen und thematisieren. Weil es ist doch absurd, wenn uns jetzt vorgehalten wird, was macht ihr da mit den Fahrverboten in Hamburg? Ich war zufälligerweise genau an dem Tag vorgestern in Hamburg, wo das angegangen ist. Und ich habe da auch gelebt in dieser Stadt, an den Straßen, die gesperrt werden. Natürlich ist es so, dass da nur Symptome bekämpft werden. Was wir wollen, sind emissionsfreie Autos. Dann hätten wir kein Problem mit dreckiger Luft. Aber wenn es nun mal so ist, wie es ist, dass Grenzwerte überschritten werden, dass 6.000 Menschen pro Jahr in Deutschland aufgrund von schmutziger Luft sterben und diese Menschen an den Hauptverkehrsstraßen wohnen, dann können wir doch nicht sagen, das ist uns einfach egal. Da habt ihr halt Pech gehabt, dass ihr in der falschen Straße wohnt. Und vor allen Dingen, wer wohnt denn in diesen Straßen? Natürlich müssen wir darüber reden, wen betrifft das Dieselfahrverbot. Das betrifft diejenigen, die sich eben kein neues Auto leisten können. Schon da ist es eine absolut totale Ungerechtigkeit.
Und es betrifft aber auch diejenigen, die an diesen Straßen wohnen. Und das sind diejenigen, die sich eben keine Eigentumswohnung in der verkehrsberuhigten Mitte leisten können, sondern in den Hauptverkehrsstraßen. Und deswegen ist die Frage von einer fairen und sauberen Mobilitätspolitik auch eine zentrale Frage von sozialer Gerechtigkeit, liebe Freundinnen und Freunde. Und der dritte Punkt, wo wir in Berlin richtig Druck machen, das ist die Frage der Kinder. Weil hier hatten wir wirklich mit dem Koalitionsvertrag Hoffnung. Da waren viele Punkte drin, wo gesagt wurde, Familien und Kinder, die müssen an die erste Stelle unserer Politik kommen. Aber auch da helfen keine schönen Reden und schöne Worte, sondern wir erleben Tag für Tag, dass ein Drittel der Kinder in Deutschland, während die ein Mittagessen, weil nämlich Mittagsessenzeit ansteht, draußen auf dem Schulhof spielen und mit knurrendem Magen zuschauen, weil sie sich das Mittagessen nicht leisten können, weil ihre Eltern die Formalia nicht ausgefüllt haben und sie spüren von Anfang an, wir gehören nicht dazu. Und das ist fatal. Diese Kinder erleben, wir sind nicht Teil dieser Gesellschaft. Deswegen, wenn wir über Integrationspolitik reden, dann müssen wir zuallererst darüber reden, dass jedes Kind in Deutschland selbstverständlich beim Mittagessen an seiner Schule mithaben kann. Und deswegen ist es ein Skandal, dass die CDU vor ein paar Wochen genau diesen Punkt vom Bundesrat genommen hat. Und wir freuen uns weiter, wenn ihr auch im Bundesrat dort weiter Druck macht. Soziales Politik heißt, jedes Kind kann Mittagessen an deutschen Schulen, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir müssen diejenigen unterstützen, die in den Familien wirklich die Arbeit leisten, die andere einfach mal so auslagern können. Das sind vor allen Dingen die Alleinerziehenden. Das sind diejenigen, die sich um ihre Kinder kümmern und nebenzeit noch einen Vollzeitjob machen, damit sie ihre Familien über die Runden bringen können. Und die werden dann damit abgespeist, dass gesagt wird, und wenn das eben nicht reicht, dann kriegt ihr noch einen Zuschlag, den Kinderzuschlag für eure Kinder, damit eure Kinder nicht in Armut leben. Das große Problem ist nur, dass dieser Kinderzuschlag bei den allermeisten Familien überhaupt nicht ankommt, weil er nicht direkt ausgezahlt wird. Und das ist ein Riesenproblem. Wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dann dass die Gesetze, die wir haben, dass die auch greifen, dass die Menschen unterstützt werden, die es besonders nötig haben, dann müssen wir daran. Dann funktioniert dort unsere Politik nicht. Und deswegen fordern wir seit Langem eine automatische Auszahlung dieses Kinderzuschlages. Und auch da ist es so, es ist allen bewusst, es steht im Koalitionsvertrag, aber es wird einfach nicht gehandelt. Und auch das ist eine zutiefste Ungerechtigkeit in unserem Land. All diejenigen wie ich und vielleicht auch viele von euch, die so viel verdienen, dass am Ende das Finanzamt automatisch prüft, ist jetzt das Kindergeld besser für Frau Baerbock oder ist der Kinderfreibetrag besser für sie? Das macht sich das Finanzamt Gedanken drüber. Aber bei denjenigen, die eben nicht genug zum Leben haben, wird gesagt, die müssen bitte schon noch mal 10 Formulare ausfüllen, damit sie diesen Kinderzuschlag überhaupt erhalten. Und auch das ist absolut sozial ungerecht. Und deswegen müssen wir ran. Jede Familie hat die gleiche Unterstützung verdient. Und deswegen brauchen wir eine Kindergrundsicherung in Deutschland. Denn jedes Kind ist gleich viel wert, liebe Freundinnen und Freunde. Und der letzte große Punkt ist die Frage Mieten und Wohnen. Da wissen wir mittlerweile, dass wir nicht einfach so weitermachen können. Wenn Wohnraum zur Ware verkommt, wenn Boden- und Immobilienpreise explodieren, wenn selbst soziale Wohnbauprojekte an Baulandspekulationen scheitern, dann ist der soziale Zusammenhalt in Gefahr. Und auch da herzlichen Dank, dass ihr das getan habt, was man auf Landesebene tun kann. Nämlich zu sagen, wir unterstützen hier weiter, gerade beim sozialen Wohnungsbau. Wir gehen ran in den Städten und auch dank an, ihr habt ja rund 30 hauptamtliche Kommunalpolitiker hier bei euch. Dank an euch, dass ihr vor Ort schaut, was geht, was können wir in der Gesetzgebung erreichen, damit Mieten nicht zum Luxus wird. Aber die eigentliche Frage, an die wir heran müssen, wo das Politische zurück auf die Tagesordnung muss, ist die Frage, wie dämmen wir diesen Finanzmarktkapitalismus im Wohnungsbereich ein. Und da müssen wir ran
an die großen Finanzakteure. Es kann doch nicht sein, dass wenn man sich selber privat eine Wohnung kauft, ein Haus kauft, dass man dann Grunderwerbsteuer zahlen muss. Und diejenigen, die das als große Finanzakteure machen, die nehmen dann die sogenannten Share-Deals und sind halt nicht zu 100% Eigentümer, sondern nur zu 90% Eigentümer und umgehen die ganze Steuergesetzgebung. Auch das ist zutiefst ungerecht. Und es ist nicht nur ungerecht, es zermürbt das Vertrauen in die Demokratie und in die Rechtsstaatlichkeit. Und deswegen ist eine starke Finanzpolitik, eine faire Wohnungspolitik auch ein essentieller Beitrag für unsere Demokratie in diesem Land, liebe Freundinnen und Freunde. Und deswegen haben wir in all diesen Bereichen als neuer Bundesvorstand gesagt, diese Zeiten sind zu sensibel, als dass wir uns den Luxus leisten können, unpolitisch sein. Wir müssen die politische Debatte zurück auf die Tagesordnung holen. Wir müssen die Politik zurück in die Parlamente holen. Weil es kann nicht sein, dass wir in den letzten Jahren, gerade auch von der Bundeskanzlerin, Dinge einfach passieren lassen haben. Die Globalisierung ist passiert. Die Finanzkrise ist passiert und die Menschen fragen sich, was macht Politik da eigentlich? Und jetzt steht die größte, große Herausforderung an, die Digitalisierung. Und wir können es uns nicht leisten, das einfach auch passieren zu lassen, weil dann wird sie nicht ökologisch und sozial gerecht sein. Und die Chancen, die sich bieten, werden wir eben nicht im Sinne der Menschen in unserem Land nutzen können. Und deswegen gehört das politische Mandat zurück auf unsere Agenda. Und von der Kommune bis ins Europaparlament werden wir Grünen unseren Beitrag dazu leisten, Politik zum Hebel unserer Gesellschaft zu machen. Und das heißt auch, Debatten zu führen, die nicht immer einfach sind. Offen zu sein, zu sagen, Mensch, da gibt es ein Riesenproblem. Wir müssen radikal an die Herausforderungen ran. Wenn wir dieses Land ökologisch und sozial gerecht und weltoffen machen wollen, dann müssen wir radikal die Probleme benennen. Und dann aber für die Breite der Gesellschaft die Menschen mitnehmen, die Menschen beitragen lassen bei unserem Diskurs des Ringens. Das ist nicht einfach, weil man kann es auch immer wieder in der Zeitung lesen. Ach ja, wissen die jetzt noch nicht so genau, wo sie hingehen. Aber am Anfang jeder guten Antwort sind doch die Fragen, was wollen wir überhaupt? Wie wollen wir gemeinsam in unserem Land zusammenleben? Und daran müssen wir uns an Werten und Haltung orientieren. Wenn wir sagen, Politik gehört in den Mittelpunkt unserer Politik und wir wollen in die Breite gehen, um mit den Menschen zu diskutieren, dann brauchen wir Rückgrat. Gerade auch bei der Frage des Zusammenhaltes, bei Sicherheitspolitik. Es ist ja ein bisschen Zufall, dass die SPD hier zuerst getagt hat. Aber ich glaube, wir haben wirklich einen entscheidenden Auftrag. Denn das, was Andrea Nahles vor einer guten Woche im Interview gesagt hat, na ja, die gefühlte Stimmung ist eben so. Man fühlt, dass die Akzeptanz bei der Frage Integration, gesellschaftlicher Zusammenhalt nicht mehr da ist. Das ist für mich eins der größten Alarmzeichen unserer aktuellen Demokratie. Wenn wir unser Maßstab ist, wenn in den letzten 70 Jahren in unserem Land der Maßstab für die zentralen politischen Antworten bei großen gesellschaftlichen Umbrüchen die gefühlte Akzeptanz gewesen wäre, dann hätten wir heute weder das Grundgesetz noch die Europäische Union und auch nicht die Gleichstellung von Mann und Frau. Deswegen Rückgrat und Haltung ist die Stärke unserer Demokratie. Und dafür müssen wir als Grüne immer wieder aufstehen und einstehen, auch wenn es nicht einfach ist. Auch wenn es nicht einfach ist, im Wind zu stehen und zu sagen, wir sind diejenigen, die unserer Demokratie den Rücken stärken. Und daher auch in diesem Sinne herzlichen Dank für eure Debatten, die ihr hier in eurem kleinen, na so klein ist es gar nicht, schönen Bundesland führt. Und ihr führt sie nicht nur für Hessen. Ihr führt sie nicht nur für die Bundesebene, sondern ihr führt sie auch für unser gemeinsames Europa. Europa braucht uns Grüne stärker denn je. Denn ich habe es ganz am Anfang gesagt, auch da ist es so ein Problem mit der gefühlten Stimmung und aber natürlich auch mit der Realität. Schauen wir nur noch mal nach Italien, ja, dass sich zwei rechtsextreme Parteien jetzt doch noch zusammengefunden haben und man schon fast dankbar ist, weil man sonst gedacht hätte, das Land versinkt vollkommen im Chaos. Das ist natürlich eine der krassesten Herausforderungen, vor der wir stehen. Aber das Gute ist, dass die reale Stimmung,
in ganz Europa nach wie vor so ist, dass die Menschen sagen, wir stehen zur Europäischen Union, und zwar zu über 2/3. Und diese Menschen müssen wir erreichen. Und diese Menschen erreichen wir dadurch, indem wir vor Ort handeln und für Europa sorgen, aber eben auch über unseren nationalen Tellerrand hinausschauen. Und wir haben deswegen heute als deutsche Grüne gemeinsam mit den europäischen Grünen und den polnischen Grünen einen Brief herausgegeben, der ehrlich gesagt mir nicht lange einfach gefallen ist, nämlich hinzuweisen auf die Situation des Verfassungsgerichts in Polen. Weil natürlich historisch es sehr, sehr schwierig ist zu sagen als Deutsche, wir schauen jetzt mal, was in Polen passiert. Aber deswegen haben wir es genau mit unseren polnischen Freundinnen und Freunden zusammen gemacht und gefragt, was braucht ihr? Und die haben gesagt, wir brauchen nicht nur eure Freundschaft, sondern wir brauchen ein genaues Hinschauen, was bei uns im Land passiert. Arbeitet euch nicht nur an der Regierung, an der PiS ab. Schaut, wer bei uns auf die Straße gegangen ist, für Frauenrechte und jetzt für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Unterstützt uns Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen haben wir heute gemeinsam an die EU-Kommission geschrieben, dass sie dieses Gesetz überprüfen müssen als Europäische Kommission. Denn Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind kein Alleingang in Europa. Sie müssen jeden Tag erkämpft werden im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Und auch das ist unsere Stärke, liebe Freundinnen und Freunde, gemeinsam mit den Bürgerbewegungen in Europa zu agieren. Und da ist es jetzt vielleicht nicht ganz eine Bürgerbewegung, aber da zähle ich auch auf dich, Tarek, als Finanzminister hoffentlich auch in der Zukunft, weil eine andere Bewegung, die sich aufgetan hat, ist die des Divestments, des grünen Investments. Ja? Und ich sage zwar immer als Brandenburgerin, das Herz Europas, das schlägt in Frankfurt Oder, ja, das kennt ihr hoffentlich alle, weil da gibt es die Brücke über die Oder nach Slubice, wo früher zu Zeiten des Kalten Krieges wirklich der eiserne Vorhang fühlbar war in jedem Moment. Und als Joschka Fischer da 2004 gemeinsam mit seinem polnischen Amtskollegen das Band durchgeschnitten hat und diese Brücke derzeit auch eine Brücke ist, dass die Wärmeversorgung aus Polen nach Ostdeutschland kommt, weil da so wenig Menschen leider leben, ist das für mich ein Zeichen, wo Europa wirklich zusammengewachsen ist. Aber wir müssen uns ja nichts vormachen. Ein zentraler Player ist natürlich die Finanzwelt in Europa. Und da ist Frankfurt ein Ort, der aus meiner Sicht noch wichtiger werden wird und muss, gerade in Zeiten des Brexit. Und ich glaube wirklich, dass ihr da als Landesregierung, als grüne Landesregierung, gerade mit der EZB und der Frankfurter Börse, wenn ihr das fortsetzt, was ihr angegangen seid, nämlich zu sagen, was bedeutet eigentlich ökologisches und soziales Investieren, wirklich einen Riesenbeitrag für Europa leisten kann, das weiter voranzubringen. Denn wir werden diesen Finanzmarkt nur bändigen können, wenn es ökologisch und soziale Leitplanken setzt. Auch in diesem Sinne zählt, würde ich sagen, ganz Europa auf euch und auf den 28. Oktober in diesem Jahr, liebe Freundinnen und Freunde. Und daher, haut rein, ja, es tut mir leid, wenn ihr dieses Jahr dann vielleicht nicht so viel Sommerurlaub machen könnt. Ich wurde von vielen jetzt auch schon angesprochen, wie ist das mit den Terminen, wann kommt ihr denn? Natürlich werden wir kommen, weil diese Wahl ist eine Wahl für euch, ist eine Wahl für Europa, aber natürlich auch für uns Grüne. Es wählt Bayern, es wählt Hessen und im nächsten Jahr haben wir 10 Kommunalwahlen, wir haben etliche Landtagswahlen in Ostdeutschland und die Europawahl in ganz Europa. Und das wird ein entscheidendes Jahr für uns Grüne sein. Es wird ein entscheidendes Jahr für die ökologische, soziale und weltoffene Politik in Europa sein. Und daher, wir zählen auf euch. Haut rein und dann werden wir am 28. Oktober hoffentlich doppelt so früh feiern können wie beim Pokalsieg. Ich freue mich drauf. Vielen Dank. Habt einen schönen Parteitag.